Servus aus dem Chiemgau. Mein Name ist Harry. Und mein Name ist Thomas. Herzlich willkommen zu einem neuen Fahrzeug. Wir wollen heute für euch, für BMW-Fahrer, wirklich philosophische Fragen klären. 540i oder 540d? Touring oder die Limousine? Nachdem wir vorher jetzt gerade für euch den 540d gefahren sind, steigen wir jetzt ein in den 540i als Touring und wünschen viel Spaß mit unserem Praxistest. Wir bedanken uns wieder ganz herzlich beim Autohaus Schwarz, die uns auch dieses Testexemplar zur Verfügung gestellt haben. Der 5er in der Generation G30 bzw. G31 für den Touring ist mittlerweile seit Anfang 2017 auf dem Markt, hat 2020 die übliche Auffrischung erhalten und wird Ende 2023 von der Nachfolgegeneration abgelöst. Die aktuelle Optik ist an der größeren Kühlerniere, geänderten Scheinwerfern und Heckleuchten sowie neuen Schürzen zu erkennen. Bei unserem Testfahrzeug sind die optionalen Laserscheinwerfer verbaut, die an der blauen Signatur zu erkennen sind. Diese kommt unserer Meinung nach aber in der Shadowline-Version des 540D deutlich besser zur Geltung. Die Niere bleibt für heutige Dimensionen fast schon dezent, was uns in Kombination mit der guten Einbindung des Nummernschilds und einer sauberen Integration des Abstandsradars in der Frontschürze sehr gut gefällt. Die Facelift-Änderungen im Interieur sind marginal. Hier fällt das große Anzeige- und Bediensystem ins Auge, das bei unserem Testfahrzeug mit einer rein digitalen Instrumentenkombination sowie einem 12,3 Zoll großen Infotainment-Display aufwartet. Standardmäßig ist es auf 10,25 Zoll angewachsen. Die M-Sport-Sitze bieten neben absolut solidem Seitenhalt eine elektrische Verstellbarkeit sowie Sitzmemory. In der Praxis passen unserer Meinung nach aber die exzellenten Komfortsitze einfach besser zum Charakter des Fünfers. Hier haben wir übrigens auch nach 20.000 Kilometer in der Kombination Merino-Leder und Sitzbelüftung sowie der Massage keinerlei Probleme mit dem Sitzkomfort, der ja in Foren immer wieder diskutiert wurde. Das Interieur des Fünfers ist geprägt durch ein großzügiges Raumangebot und durch exzellente Material- und Verarbeitungsqualität. Wenn man bereit ist, ein paar Kreuzchen in der langen Liste der verfügbaren Sonderausstattungen zu machen. Auch in der zweiten Reihe ist das Raumangebot luftig, besonders in Kombination mit dem optionalen Panoramadach. Bei der Bedienung macht BMW mit dem sensationellen iDrive 7 und einer gelungenen Kombination aus physischen Tasten, iDrive Controller und Touch niemand was vor. Wer hierzu Details wissen möchte, dem legen wir unser iDrive 7 Tutorial ans Herz, das wir unter diesem Video für euch verlinkt haben. Wie vom BMW gewohnt, ist das Cockpit fahrerorientiert ausgerichtet und gibt ergonomisch keinen Anlass zur Kritik. Der Kofferraum des Kombis bietet bei konventionellem Antrieb 560 bis 1700 Liter Fassungsvermögen. Beim Plug-in-Hybrid reduziert sich das Volumen auf 430 bis 1560 Liter. Die Konfiguration unseres Testwagens findet ihr wie gewohnt in der Videobeschreibung, falls euch hierzu Details interessieren. Unter der Haube des 540i schlummert ein Antrieb, der das Herz der BMW-Fans seit jeher höher schlagen lässt. Der 3 Liter Reihensechser mit 333 PS und einem Drehmoment von 450 Newtonmetern kommt seit Facelift auch mit einer Mild-Hybrid-Integration beim 40i und soll die 2 Tonnen Leergewicht in 5,2 Sekunden auf 100 beschleunigen. Hier gab es für uns das erste Mal bei BMW eine echte Überraschung im Praxistest. Mehr dazu erfahrt ihr gleich bei unseren Fahreindrücken, also bleibt dran!
Ja, also ohne die Allradlenkung ist was anderes. Mich schockt es jetzt nicht so, weil ich das von meinem ja auch nicht gewohnt bin, aber fühlt sich deiner schon ganz anders an. Ja, der Unterschied ist schon eklatant, finde ich. Der ist krass, ja. Also mir ist tatsächlich wieder so gegangen wie damals bei dem 520D, dass ich gerade so bei den ersten Kurven echt ein bisschen ein Problem habe, weil das Ding völlig falsch einschätzt, weil du einfach viel mehr Lenkradbewegung für den gleichen Lenkwinkel brauchst. Und wir haben ja das damals schon bei unserem Video zum 540D, das wir übrigens natürlich wieder unter diesem Video für euch verlinken, damals schon gesagt, dass diese Hinterachslenkung echt ein mega cooles Feature beim 5er ist, das ihn viel kompakter macht. Ich hatte jetzt vorher beim Losfahren ein bisschen das umgekehrte Problem, weil mein 520 hat das auch nicht. Ja. Und beim ersten Abbiegen bin ich direkt erschrocken, weil du so, sag ich mal, sehr zackig dann doch um das Eck rumkommst. Ja. Aber ich glaube, 10 Minuten fahren und dann ja. Ist es gewöhnt. Also ich würde jetzt mal neu konfigurieren, wenn ich jetzt neu zusammenstellen würde, tatsächlich. Ja, ich finde, es ist durchaus ein lohnenswertes Feature. Also, wenn man das Budget hat, unbedingt. Aber was auch schon wieder auf die ersten Meter gleich rüberkommt, finde ich, ist der mega Komfort, den der 5er generell bietet. Das ist für mich echt der ideale Kompromiss, wenn man jetzt bei so einem Auto von einem Kompromiss reden will, von einem Simmer vom Komfort her und dem Dreier von der Fahrdynamik. Also irgendwie, du hast das Beste so aus beide Welten. Du hast zwar nicht ganz die Fahrdynamik von einem Dreier, aber viel davon und viel von dem Komfort vom Simmer. Auch nicht alles, aber halt viel. Und das macht es für mich eigentlich zum Lieblingsmodell jetzt für mich persönlich. Für den Daily zumindest. Ja, also ich war ja tatsächlich viele Jahre begeisterter Verfechter so vom Dreier und vom Vierer. War ja der Grund, dass ich da vorher den D3 Alpina gefahren bin. Weil ich mir einfach gedacht habe, naja, ich will einfach dieses Mehr an Fahrdynamik. Aber, also nachdem ich jetzt knapp 20.000 mit dem 540D zurückgelegt habe, muss ich sagen, dass ich ihn als Daily tatsächlich entspannter finde. Also gerade wenn du auch viel längere Strecken fährst und auch längere Autobahnetappen und so fährst, da ist er einfach gerade bei hohen Geschwindigkeiten, so über 200, vom Geräuschkomfort einfach nochmal einen Tick besser und einfach das fahrstabilere, spurstabilere und nicht so nervöse Auto. Ja? Also das, was uns beim M440i aufgefallen ist, dass der so ab 200 relativ nervös um die Mittellage geworden ist, das hat halt der 5er überhaupt nicht. Ja? Also der fährt auch 250 wie auf Schienen. Ja. Das macht es dann auf lange Strecken schon entspannter. Ja. Also wenn man Lust hat, so zügig zum Fahren, wenn jetzt jemand sagt, der fährt generell sowieso nicht schnell, bei 160 gibt es ja auch, dann ist das jetzt wahrscheinlich nicht das K.O.-Kriterium, aber die meisten Vielfahrer fahren ja auch schneller, wenn es geht. Zumindest solange es erlaubt ist. Ja, schauen wir, wie lange uns der Spaß noch vergönnt ist. Wo ich tatsächlich beim 40i hier im 5er keine Erklärung dafür gefunden habe bislang. Und da hoffen wir ehrlicherweise auf euch. Also postet das gern in den Kommentaren, was da eure Meinung dazu ist. Im 540i leistet der Reihen 6er ja 333 PS mit 450 Newtonmeter, wogegen im M340i der gleiche Motor 374 PS leistet. Ja? Also zum Überholen reicht das auch. Zum Überholen reicht, aber immerhin 40 PS mehr ist
finde ich schon ein relativ großer Leistungsunterschied. Ja? Und man könnte jetzt das damit erklären, dass man sagt, der 40i wird im Dreier als M340i von BMW positioniert, was aber wiederum aus meiner Sicht dagegen spricht. Der M340d hat die gleiche Leistung wie der 540d. Von daher, also schreibt uns gern eure Meinung dazu. Für mich persönlich ein bisschen unverständlich, dass man mit dem 540i auch den gleichen Motor mit den 374 PS wie im Dreier gönnt. Ja, vor allem eigentlich darf man das, wenn überhaupt, theoretisch andersrum erwarten, finde ich, dass der 5er die ja, Mehrleistung kriegt, weil der hat ja ein höheres Gewicht und mehr Premium in Anführungszeichen. Finde ich verwunderlich. Ja. Also war ganz cool, wenn das jemand weiß. Absolut. Was da der Grund ist. Bin sehr gespannt. Wie geht es dir jetzt so im direkten Vergleich mit dem Drehmoment? Weil, also das war für mich jetzt schon deutlich fühlbar. Der 540D hat immerhin 700 Newtonmeter, die er zur Verfügung stellt. Hier sind es jetzt 450. Schon ein relativ großer Unterschied. Und also ich finde, das merkt man. Du brauchst schon deutlich mehr Drehzahl. Und überrascht mich ein bisschen so, dass ein Gefühl so aus dem Keller raus eigentlich nicht so gut durchzieht, obwohl dieses satte Drehmoment ja von 450 über ein relativ großes Drehzahlband da zur Verfügung steht. Also jetzt natürlich für einen passionierten Dieselfahrer genau die richtige Frage. Ich bin, was das betrifft, eigentlich ein absoluter 45D-Fan, weil sie das einfach so in jedem Bereich so souverän fühlt. Das, da geht es mir jetzt beim 540i so ein bisschen wie dir. Also man muss schon deutlich mehr Gas geben, dass dann so richtig was vorwärts geht. Mhm. Also zahlenmäßig geht er ja ähnlich gut, aber mir wäre in dem Bereich der Diesel tatsächlich lieber. Ist nur die Frage, was halt das persönliche Fahrprofil ist. Also dank Homeoffice macht bei mir Diesel jetzt eigentlich keinen Sinn mehr. Ja. Deswegen war 540 tatsächliche Alternative. Ja, also ich finde diese Frage 40i oder 40d, das ist ja eine der Top-Fragen in den Foren und ist uns jetzt auch schon oft gestellt worden in den Kommentaren. Ja? Also das ist, glaube ich, schon eine Frage, die jeden Sechszylinder-Fan von BMW irgendwann mal beschäftigt. Ja? Und bei mir ist eben auch so, ich fahre jetzt schon noch relativ häufig Langstrecke, aber einfach nicht mehr so viel wie vor Corona. Ja? Und theoretisch war jetzt für mich tatsächlich auch ein Umstieg in 2 Jahren dann denkbar auf den 40i, weg vom 40D. Von daher finde ich den Test heute auch ganz interessant für uns, ja? Wie sich der Motor so anfühlt im 5er. Ja, zumal er derzeit, also klar, der Benziner verbraucht ein bisschen mehr, aber das Diesel auch deutlich teurer ist. Also ist super jetzt im Moment. Ja. Und wenn dann echt nicht viele Kilometer fährst und dann mit der deutlich höheren Steuer da gestraft bist sozusagen, dann finde ich, kann jeder schon vielleicht einmal anfangen, ein bisschen zu rechnen, ob sich das dann für ihn lohnt. Oder man sagt halt, es lohnt sich zwar nicht der Diesel, aber es ist mir scheißegal, weil mir macht das die Muttercharakteristik mehr Spaß. Ja. Muss dann auch jeder für sich selber entscheiden. Das direkt falsch machen, denke ich, das mit beiden nichts. Nee, absolut nicht. Weil du das Thema Verbrauch gerade angesprochen hast, also ich habe extra vorher auch nochmal meinen Durchschnittsverbrauch angeschaut, jetzt über 20.000 Kilometer mit den Angaben seit Werk. Da liege ich bei meinem 540D mit Fahrprofil, da die jetzt mal schätzen, so 70% Landstraße, 30% Autobahn, bei 7,3 Liter. Mhm. Was finde ich anhand der gebotenen Performance wirklich ein sehr fairer Wert ist. Und ich fahre immer mindestens in Sport individual, meistens im Sportmodus. Ja. Mindestens? Ja, klar.
Weil, ja, sonst brauchst du das Auto ja nicht. Start-Stopp ist für mich einfach ein No-Go. Ja. Also nach wie vor, auch wenn es seit Generationen besser wird, aber für mich ist es einfach ein unnützes Feature. Von daher ist halt mein Standardmodus der Sport-Individualmodus. Wenn ihr rausfinden wollt, wie ihr das als Standard hinterlegen könnt, gibt ja da durchaus diverse Varianten über Bimmercode beispielsweise. Haben wir auch ein Tutorial für euch auf unserem Kanal gemacht. Klickt da gerne einmal rein. Wir haben jetzt hier heute beim 40i derzeit einen Durchschnittsverbrauch von 14 Liter. Wenn man natürlich auch vorher den Verbrauch ab Werk mal angeschaut, können wir mal kurz drauf gehen, liegt hier im Durchschnitt bei 10,2. Ja, also wird auch, denke ich, ganz gut der Wahrheit entsprechen, ja, wenn man so sagt, 3 Liter ungefähr mehr auf 100 Kilometer, wird man mit dem 40i wahrscheinlich brauchen. Ja, aber auch gern hier postet uns eure Erfahrungswerte, würde uns natürlich auch interessieren, ja, wie da eure Verbrauchswerte so ausschauen dazu. Die Zeitenmessungen bin ich jetzt dann sehr gespannt. Absolut. Also mein Gefühl sagt mir, dass der 40i ein bisschen langsamer sein könnte als der 40D. Das ist zumindest jetzt meine subjektive Wahrnehmung so nach dem Umstieg. Schauen wir mal, ob sich das dann in den Zahlen auch entsprechend bewahrheitet. Vielleicht für den einen oder anderen auch noch ganz interessant, das Gewichtsthema. Also zwischen Limousine und Touring liegen in etwa 100 Kilo. Und der 40i ist in etwa 80 Kilo leichter als der 40D. Also der Unterschied Benziner versus Diesel. Im Endeffekt keine großen Unterschiede, ja, aber jetzt, wenn ich beispielsweise die 40i Limo gegen einen 40D Touring messen würde, dann habe ich halt doch auch schon wieder fast 200 Kilo Gewichtsunterschied. Ja. Also das ist, finde ich, jetzt auch nicht zu unterschätzen. Ja, ist nicht unbedingt direkt vernachlässigbar, tatsächlich. Aber im Alltag wahrscheinlich, sage ich mal, für das Fahrprofil, was man üblicherweise wahrscheinlich mit so einem 5er hat, spielt es wahrscheinlich keine große Rolle. Ja. Also ich persönlich da die Entscheidung eher davon abhängig machen, möchte ich halt ein großes Drehzahlband, ja, und diese Soundkulisse, die man ja zur Benzinmotor liefert, ja, oder bin ich eher der Typ, der im Alltag gern dieses bärenstarke Drehmoment und diesen souveränen Antrieb vom Diesel hat, ja, und vielleicht einfach auch längere Strecken mit einer Tankfüllung zurücklegen muss. Ja. Also der Moment, wo man beim Launch Control Start beim 45D das Bremspedal löst, das ist denkwürdig tatsächlich. Ja. Der erste Punch, der da kommt, das ist der Wahnsinn. Ist mir tatsächlich auch, obwohl es jetzt schon eine Zeit her ist, dass wir dieses Video gemacht haben, als wirklich positives Erlebnis in Erinnerung geblieben. Ja, weil das habe ich irgendwie für mich auch nicht so zusammengebracht, ja, dass jetzt dieser Diesel da ähnliche Werte abliefert wie mein GT4. Und das auch noch völlig unspektakulär. Ja? Also im Endeffekt lässt du halt einfach die Bremse los und gibst Vollgas. Ja, und, ja, und jeder kann das. Ja, also definitiv. War auf alle Fälle eine sehr spannende Erfahrung. Ja, gib uns mal diesen Sechszylinder-Benziner-Sound. Ja, gut, hat auch viel Schönes. Hat auch viel Schönes. Ich finde, man hört, gerade wenn du das Gas dann rausnimmst, relativ stark den Soundgenerator. Ja. Und also wenn ich es jetzt so mit BMW rein Sechszylinder vergleiche, die jetzt vielleicht so 10 Jahre ungefähr auf dem Buckel haben, ja, oder vielleicht auch noch der alte 30i Motor.
dann fällt mir als BMW-Fan ein bisschen was von diesem alten Reihensechszylinder-Sound. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich finde, das war so eine ganz, ganz typische Soundnote, die jetzt hier zumindest im Fünfer für mich nicht mehr so rüberkommt wie früher. Ist ein bisschen anders auf jeden Fall, ja. Sind wir bereit? Sowas von. Bin jetzt gespannt auf das Erlebnis. Ach, du bist schon. Sport Plus da drin, oder? Ja. Und das. Gar nicht schlecht. Eieiei. 5,71. Ist denn zu warm oder was? Ich darf sogar sagen, dass es da noch leicht bergab ging. Gell? Das konnte jetzt auch nicht gewesen sein. Also das müssen wir nochmal probieren. 4,55 waren wir mit dem 540D unterwegs. Ja, schneller als Werksang, glaube ich. Ich meine, wir haben jetzt 100 Kilo mehr beim Touring, aber über eine Sekunde. Hast du gezogen nochmal seitdem? Wahrscheinlich. Neuer Versuch. Okay. Tschüss. Ja. 6,11. Ich habe den Eindruck, er verliert insbesondere in dem Bereich vom zweiten in den dritten Gang irgendwie ziemlich viel. Vielleicht ist ja Bedienerproblem, magst du mal? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. ich hab vergessen, stehen zu lassen. Ja. Neuer Versuch. Probieren wir mal nochmal. Wird immer schlechter. 4,29, 80, 120. Ja, aber 5,71, was ist denn da los? Jetzt hat es 22 Grad. Stimmt, so heiß ist es eigentlich gar nicht. Also beim 45er war es richtig heiß an dem Tag. Ja, gehen wir mal kurz auf die Bahn, das war jetzt fast interessant. Aber unseren 80-120 Wert haben wir verbessert auf 3,68. Das reicht. Der ist mitgefahren, sehr gut. 15,55. 2,5 Sekunden auf dem 45D. Ja. Aber das ist genau das, was der 5er kann, gell? Schnelle Kurve. Ja, absolut. Jetzt lass uns mal bremsen. Vielleicht ankert er ja dafür in 28 Meter. Müssen wir uns nur wieder einen Rollerfahrer suchen, der hinter uns herfahrt. nein, ich bin da ehrlich gesagt überrascht. Weil die Leistung geht ja jetzt nicht so weit auseinander. Und 2,5 Sekunden von 100 auf 200 sind ja Welten. Also Fazit, der braucht einen 8-Zylinder. Wie ein Benziner. Ja. Solange noch kostet ja nichts, gell? Solange er noch verfügbar ist in der Generation. Also wenn die Kasse stimmt, dann lieber auf den M550. Ja, also entweder 40D oder M550i. Meine Erwartungshaltung ehrlicherweise war, dass wir uns bei 0,100 fast nicht unterscheiden. Zu 0,3, 0,4 vielleicht. Und dass der 40i oben raus 100, 200 besser performt als der 40D. War meine Vermutung gewesen. Ja, der Diesel, der ist echt eine Waffe.
von BMW. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Ja, war noch nicht ganz 100. Ja, dann war ein Meter besser wie der 45er. Also 45er, nein, 45D. Ja. Um präzise zu bleiben. Ja. Ja, geht doch. Wenigstens eine Kategorie. Ja. Da warst du jetzt einen Meter weitergefahren. Ja. Wenn wir das so Revue passieren lassen, 571, 0,100, 368, 80, 120, 1555, 100, 200 und 35 Meter Bremsweg. Überzeugt finde ich, hat mich jetzt persönlich nur der Bremsweg tatsächlich. Lass uns doch mal kurz über die M-Sportsitze reden. Gibt es jetzt mittlerweile auch im 5er? Ich finde grundsätzlich dieses schwarze Dakota-Leder mit den blauen Nähte, das gefällt mir. Das passt gut als Akzent. Und das gefällt mir nicht. Wenn du das Gas wegnimmst, was dieser Soundgenerator da macht, wieso? Er läuft so. Also, ich finde, er hält den Ton unheimlich, obwohl die Drehzahl schon lang runtergefallen ist. Ja. Wenn man dann wieder antippt und es aufhört, dann passt es irgendwie wieder. Aber ja. Ja, das ist komisch. Na, ja. Die Sitze sind genial, finde ich. Also du hast ein bisschen mehr Seitenhalt hier an den Seitenwangen als in die Komfortsitze. Was mir persönlich nicht so gut taugt, ist diese Kopfstützen, weil ich da irgendwie genauso den Bereich habe, wo dieses M-Logo da mit drin ist und auch die Kopfstütze jetzt nicht so weich ist wie die Kopfstütze vom Komfortsitz. Also ich persönlich da tatsächlich eher beim Komfortsitz landen jetzt so, nachdem ich beides mal getestet habe. Aber wer jetzt gern sehr sportlich auf der Landstraße unterwegs ist und von Haus aus gern mehr Seitenhalt haben möchte, da sind, glaube ich, diese M-Sportsitze schon eine Überlegung wert. Ja, wobei ich sagen muss, für mich passt der Komfortsitz auch besser zur Charakteristik vom Auto eigentlich. So als Reiselimousine. Ja, ich finde, wenn man diesen Komfortsitz sich so anschaut, dann denkt man ja eigentlich, in dem Sitz kannst du keinen Seitenhalt haben. Aber du kannst ja auch da die Seitenwangen so verengen, dass die da wirklich auch fest in die Zange nimmt. Ja, und auch wenn man mal eine sportlichere Landstraßenetappe mit vielen Kurven fahren möchte, habe ich jetzt tatsächlich beim Komfortsitz noch nie was vermisst. Ja. Und gerade an so einem Tag wie heute finde ich halt einfach auch die Sitzlüftung sehr angenehm. Stimmt, ja. Wäre aber für mich tatsächlich kein Feature, das unbedingt drin sein muss. Und ich finde jetzt auch im Vergleich zum 40D mit dem Merino-Leder im Innenraum, belederten Dashboard und so weiter, der 5er geht auch so. Also ich finde auch, wenn man das nicht beledert und denkt, es sind alles angenehme Materialien und schaut jetzt aus meiner Sicht trotzdem ansprechend aus. Ja. Ja. Also gerade jetzt in Kombination mit eher einem dunklen Farbton hier im Innenraum, finde ich, kann man das durchaus machen. Was mir persönlich jetzt nicht so gut gefällt, ist diese große Alufläche. Ich war früher schon immer Fan eigentlich von diesen Alu-Interieurleisten. Aber ich weiß auch nicht, jetzt hier im 5er finde ich es auch in Kombination mit dieser silbernen Dekorleiste dazu, gibt es aus meiner Sicht schönere Akzente. Ja, 5er passt da ganz gut mit Holz, finde ich zum Beispiel. Ja. Was sagst denn du zu Limousine oder Touring?
kommt aufs Einsatzprofil an. Also ich finde an der Limo halt die geringeren Innengeräusche cool. Und für mich persönlich klingt auch das Soundsystem nochmal cooler wie im Kombi. Ja. Aber selber fahre ich an Touring, einfach platzbedingt, und weil ich das auch genieße, dass man bis unter das, ich mag das zwar nicht so gerne, aber man kann theoretisch bis unter das Dach voll an, wenn man in Urlaub fährt. Mhm. Insbesondere bei 4 Personen mit Kinderwagen und Gepäck halt einfach auch wichtig. Aber so für mich jetzt zum in die Arbeit fahren, war eigentlich eher der Limo-Typ sozusagen. Ja, dem kann ich mir eigentlich nur anschließen. Finde, es gibt beispielsweise diesen Alcantara-Dachhimmel, den sie ja leider im Touring nicht anbieten und nicht mehr in der aktuellen Generation, der so ein Auto immer deutlich aufwertet, ja, wenn man den Betrag dafür ausgeben möchte. Ja. Und also siehst wie du, dieses abgeschlossene System Kofferraum, finde ich, hat schon auch immer was sehr Schönes. Ja. Du hast einfach ein bisschen weniger Geräusche, gerade wenn du da Sachen im Kofferraum transportierst, hörst du einfach das Klappern und so nicht. Ja. Und es ist einfach so dieser abgeschlossene Fahrgastraum, den kann einfach nur die Limousine bieten. Ja. Auf der anderen Seite, man von den offiziellen Zahlen unterscheiden sie ja Limo und Touring bei nicht umgeklappter Rückbank nicht großartig. Ja. 530 Liter Kofferraumvolumen bei der Limo, 560 Liter Kofferraumvolumen beim Touring. Da denkst du ja erstmal, super, passt ja in die Limo genauso viel rein. Ja. Aber die Wahrheit ist halt, dass dieser Kofferraum eher in die Länge gezogen ist. Also der ist deutlich tiefer. Du kommst da auch nicht ganz nach vorn, nicht optimal ran. Ja, ist jetzt kein Problem, wenn du das Ding mit Koffer voll machst. Ja, aber wenn du irgendwie von ganz vorn irgendwie was rausholen möchtest, ist einfach nicht so zugänglich und praktisch, wie es der Touring einfach zur Verfügung stellt. Ja, du hast da ein bisschen weiter nach außen Platz, also bringst da quer deutlich mehr rein, hast da angenehmere Ladekante und ist halt einfach von der Praxistauglichkeit schon deutlich praktikabler, ja, als die Limousine. Kann man nicht anders sagen. Aber ich muss da wieder die Lanze für die Limousine brechen. Ja, wenn man jetzt nicht so mit Kinderwagen und so weiter aufpackelt ist, wir kämen jetzt als Familie mit 2 Kindern auch für 2 Wochen Urlaub grundsätzlich mit der Limousine gut zurecht. Ja, das ist, wie du sagst, liegt halt am Kinderwagen einfach. Ja. Was man, finde ich, auch noch wissen muss, Touring hat ja hinten immer die Niveauregulierung mit dabei. Richtig, Reifen selber wechseln. Und die Luftfederung, ja. Und was jetzt für jemand wie mich, der einfach gern selber die Reifen wechselt, schon wieder nicht so easy ist. Ja. Und da tut man sich einfach mit der Limousine natürlich deutlich leichter. Ja. Aber ich habe gelernt, die meisten fahren ja zum Reifenwechseln auch lieber in die Werkstatt, ja, und lassen da eventuell die Reifen auch einlagern. Ja, es ist ja immer, wie man es selber dann entsprechend auch haben will. Ja, aber sollte man bedenken, wenn man einfach gern selber da eine Hand anlegt und sich da selber drum kümmert. Ja, was da vielleicht auch ein Thema ist, wenn man das Auto sehr lange fahren möchte, dann hätte ich persönlich jetzt mehr, oder hab, weil wir haben ja die Niveauregulierung auch drin, mehr Bauchschmerzen, was ist, wenn das Auto mal 10 Jahre alt ist und da vielleicht einmal Reparatur oder so ansteht. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob die anfällig ist mit höherem Alter, aber sage ich mal, ein ganz normaler Stoßdämpfer, da die jetzt so aus dem Bauch raus ist, wahrscheinlich weniger störungsanfällig, ja, wie Luftfederung. Absolut. Top. Was so die Langzeithaltbarkeit betrifft, das haben wir auch bei unserem Video zum 45D ja schon angesprochen. Ja, es gibt so ein paar Komfortfeatures hier im 5er, wie beispielsweise diese elektrisch einstellbare Lenksäule, die ja bei jedem
Öffnen der Fahrertüre auch wieder nach oben fahrt, ja, um da einfach einen größeren Ein- und Ausstiegsbereich freizugeben. Das finde ich tatsächlich schade, dass man das nicht einfach im iDrive irgendwie deaktivieren kann, weil also ich persönlich kann mir jetzt vorstellen, wenn diese Lenksäule da teilweise mehrmals am Tag da hin und her fährt, dass das vielleicht jetzt auch auf die Langzeithaltbarkeit nicht so die super Auswirkungen einfach hat. Ja, ja, und ich würde mir vorstellen, dass die Reparatur wahrscheinlich nicht ganz günstig ist, weil da die Teile vermutlich schon einiges kosten. Ja, glaube ich auch. Ansonsten, was ich jetzt allgemein noch zum 5er sagen kann, nach 20.000 Kilometer, Soundsystem, das Harman Kardon, soll aus meiner Sicht unbedingt drin sein. Ja, es ist jetzt auch mit dem Harman Kardon noch kein Spitzensoundsystem, aber aus meiner Sicht deutlich besser als das Standardsystem. Ja, ich meine, das Bowers & Wilkins legt da nochmal eine Schippe drauf, schaut natürlich auch wertig aus mit den Edelstahloberflächen und der Beleuchtung, gerade wenn man nachts unterwegs ist, braucht es aber aus meiner Sicht nicht unbedingt. Dieser Driving Assistant Professional unterstützt, finde ich dann sehr gut, wenn man halt öfter mal im Stop and Go und Stau und so unterwegs ist, ja, weil er im Endeffekt dann eigentlich alles selber macht, ja, bildet die Rettungsgasse selbst, ja, und funktioniert da wirklich sehr gut. Also gerade längere Stauphasen und so sind damit sehr entspannt. Wenn man aber grundsätzlich jemand ist, der selber gern Auto fährt, braucht man aus meiner Sicht diesen Driving Assist Professional nicht unbedingt. Ja. Was ich unbedingt rein tat, war der adaptive Tempomat, weil das einfach so viel entspannter ist mit diesem adaptiven Tempomat, ja, gerade wenn man längere Strecken unterwegs ist. Aber ansonsten kann man da bei anderen Assistenzsystemen aus meiner Sicht auch gut einsparen. Ja, also wenn man die Kohle übrig hat für das größere Soundsystem, da ist auch unbedingt neu, aber ich habe das Harman Kardon persönlich auch drin. Ja. Und ich finde, dass ich mit dem komme ich auch aus. Ja. Absolut. Und auch beim Parking Assist, ja, also ich habe auch den großen drin mit den Seitenspiegelkameras noch, wo du wirklich auch diesen Rundumblick hast. Also es ist ein nettes Feature, ja, aber ich fahre tatsächlich nach wie vor mit Blick auf die Seitenspiegel und park also ein, ja, also ich werde das tatsächlich auch beim nächsten Modell nicht mehr konfigurieren. Ja, ich habe es einfach mal reingenommen, weil ich es mal testen wollte, ob es für mich in der Praxis so einen brutalen Mehrwert bietet. Was tatsächlich bei der Limo ein Thema ist, ist die Kamera nach hinten. Ja, da ist der Touring einfach deutlich besser abzuschätzen, dadurch, dass er ja, ja. Gerade abfällt. Rückfahrkamera, also bei der Limo aus meiner Sicht der Investition wert. Beim Touring braucht man es auch nicht unbedingt. Ja, macht es leichter, klar, aber wenn man was einsparen möchte und man grundsätzlich mit den Spiegeln da umgehen kann, kann man das Ding auch wunderbar so parken. Hatte jetzt auch noch nie Probleme. Ohne Rückfahrkamera. Das ganz normale PTC vorne und hinten. Ja. Absolut ausreichend. Genau. Genau das Gleiche. Gut, aus meiner Sicht auch für diese Laserscheinwerfer, die jetzt hier in der Generation noch angeboten werden. Jetzt der neue 7er bringt es ja beispielsweise schon gar nicht mehr mit und auch der neue 5er wird rein mit LED-Matrix kommen. Ehrlicherweise, die Laserscheinwerfer, also sie haben, finde ich, einen tollen optischen Effekt mit dieser blauen Blende. Ja. Mir persönlich gefällt es besser, so wie es beim 540D konfiguriert ist, mit dieser Shadowline-Ausführung, gerade jetzt hier mit einem dunklen Außenlack. Hier haben wir eben diese Chromblende noch drumherum. Aber wenn es einfach um das Licht und das Sicherheitsfeature als solches geht, sind die LED-Matrix-Scheinwerfer völlig ausreichend, machen aus meiner Sicht genau das gleiche Licht und da kann man sich das Geld, finde ich, absolut sparen. Head-Up-Display
würde ich tatsächlich nicht drauf verzichten wollen. Ja, also schau eigentlich immer nur aufs Head-Up, nie auf diese Instrumentenkombination. Die Instrumentenkombi wird ja auch in der neuen Generation mit diesem Curve-Display mit einer anderen Oberflächenbeschaffenheit versehen. Hier, das Kombi-Instrument, habe ich tatsächlich noch kein Fahrzeug gesehen, wo das Ding wirklich sauber ist. Also das ist so schwierig zum Putzen. Ich habe das nach Abholung von meinem 45D genau einmal geschafft, dass das Ding wirklich schön sauber war. Dann war ich beim Kundendienst, dann haben sie da anscheinend wieder drüber gewischt mit irgendwas. Seitdem habe ich es aufgegeben. Also ich bringe das Ding nicht sauber. Und also gerade am Rand, so wo diese Motortemperatur und Tankinhalt und so, die Anzeige da in diesen schwarzen Bereich reinläuft, also da sind irgendwie immer Schlieren. Das ist irgendwie so ein komisches Display, so eine seltsame Oberfläche. Also das schon mit leicht Wasser und Mikrofasertuch, so wie es in der Anleitung beschrieben wird, und dann auch mit so diesen typischen Display-Reinigern und so probiert. Also keine Chance. Bin da ratlos. Also für mich als Putzfetischist absolute Katastrophe, das Display. Ich krieg Stresspusteln. Ja, genau. Durch das Ding. Wohl wahr. Von daher ist es schön, wenn man das Setup drin hat, weil dann schaut man da nicht drauf. Dann ist das kein Drama. Ja, ich finde es auch echt praktisch. Ich meine, es sei denn, du fährst an Active Tourer, dann ja, würde ich auf diese Art von Head-Up-Display verzichten, das haben wir ja im Video gesagt. Und das hat sich auch in die Kommentare wieder gespielt, dass die meisten das jetzt nicht so geil fanden. Aber das hier ist klasse, das funktioniert ja gut bei jeglichen Lichtverhältnissen. Also das möchte ich persönlich auch nicht drauf verzichten, zumal es ja als extra gar nicht so extrem teuer ist, jetzt im Vergleich zu anderen Dingen. Absolut. Das gleiche gut finde ich auch für die Keramikelemente. Hier dieses dunkle Keramik. Ich finde es langt sie wertig auch und gefällt mir jetzt optisch einfach deutlich besser wie diese silbernen Kunststoffregler. Also wenn man da an so einer angenehmen Haptik und einer sportlicheren Optik Freude hat, ist das aus meiner Sicht auch ein Betrag, den man investieren sollte. Panoramadach ist halt wieder ein Highlight für die Familie. Nice to have. Ja, absolut. Man, wie immer, muss einem halt bewusst sein, höherer Schwerpunkt und immer auch die Gefahr von Undichtigkeiten. Ja, also mir persönlich gefallen da einfach diese Festglasdächer besser, die man nicht öffnen kann, ja, weil man einfach weniger die Gefahr hat, dass man irgendwie mal ein Wasserproblem oder sowas hat. Ja, es war jetzt für mich vor allem dann relevant, wenn ich halt sage, ich möchte so ein Auto vielleicht für die Familie mit einer Nutzungsdauer einmal von 10 Jahren oder länger erwerben. Ja, dann hätte ich mir so ein Panorama doch ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich jetzt sage, ich nehme den 5er, 3 Jahre im Leasing, dann darf ich da durchaus drauf vertrauen, dass das hinkriegen, das Ding so lange dicht zu lassen. Ja. Absolut. Raumgefühl finde ich ist im 5er einfach auch immer noch super. Ja, also du hast gerade so im Bereich nach vorne, seitlich und so einfach massig Platz. Und auch im 5er Touring hinten, zweite Reihe, absolut gut. Wobei da die Limousine nur unwesentlich schlechter ist, finde ich. Also man dadurch, dass natürlich das Dach schon eher nach unten gezogen wird, hast jetzt nicht so das luftige Raumgefühl in der zweiten Reihe. Ich persönlich mag das aber ganz, ganz gern, ja, wenn man so eher eingebaut im Auto ist. Ja. Also mir gefällt das immer ganz, ganz gut. Und ich habe jetzt hier im Touring auch keine so Komfortfeatures, dass ich sage, ich kann meine Lehne beispielsweise elektrisch einstellen oder irgendwas im Vergleich zur Limousine, wo ich sage, das fällt oder der Limousine absolut. Ja. Also wegen der zweiten Reihe braucht man da keine Bedenken haben. Aus meiner Sicht kann die Limousine das auch sehr, sehr gut abdecken. Ja. Ist ja immer die Frage, wer sitzt hinten. Ja. Ja, wenn das jetzt Kinder oder Jugendliche sind, sind die meistens eh jetzt nicht unbedingt 1,95 m groß. Ja.
absolut. Abschließend, glaube ich, kann man sagen, kommt wie immer so aufs eigene Profil an. In welcher Lebenssituation befindet man sich gerade und welches Fahrprofil möchte man abdecken? Für mich ist ehrlicherweise jetzt nach dem 40i klar, dass zumindest der Motor nicht in meinen zukünftigen Fünfer kommt. Eventuell bietet ja BMW dann in der nächsten Generation da einen anderen reinen Sechszylinder-Benziner an. Dann schauen wir das gern wieder an. Ansonsten bleibt bezüglich Motorisierung der 40D, was Performance und Effizienz betrifft, mein persönlicher Favorit. Sehe ich genauso. Also, wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich immer den 45D nehmen. Einfach von der Souveränität her und so, das ist eine andere Nummer. Nochmal. Ja. Und ich bin überrascht, dass der Unterschied so stark ausfällt, ehrlich gesagt. Also nicht nur von den Zeiten, sondern auch vom reinen Fahrgefühl her. Ist das ganz was anderes. Ja, also tatsächlich für mich auch halt der Unterschied eklatant spürbar und deutlich größer, als ich das vorher jetzt für so einen Test erwartet hätte. Ja? Und mein bezüglich Entscheidung, Limousine, Kombi, muss ich persönlich sagen, wenn ich diesen Platz und die Variabilität vom Touring nicht unbedingt brauche, dann ich persönlich immer die Limousine nehme. Aber wie gesagt, sehr abhängig von der eigenen Lebenssituation, in der man sich gerade befindet. Wenn man sagt, man braucht einfach diese Variabilität, da macht man mit dem Touring auch nichts falsch. Ja, also es ist sehr entspannt zu beladen, sehr praxistauglich gestaltet das Ganze und gerade auch mit dieser zweiteilig öffnenden Heckklappe von BMW, gerade wenn man im Urlaub ist und wirklich mal voll beladen muss, so wie es das du gesagt hast, ist das halt super, ja? Weil du machst einfach oben auf, dir fällt nicht das ganze Zeug schon wieder entgegen, wenn die Heckklappe aufgeht. Ist einfach ein geniales Feature, was BMW da bietet. Ja, das finde ich jetzt witzig, dass du genau die zweigeteilte Heckklappe ansprichst, weil als ich mir den damals geholt habe, habe ich mir gedacht, ja genau, wir brauchten sowas. Aber wir benutzen es tatsächlich häufig. Es ist ja auch so, wenn du mal knapp irgendwo an der Wand parkst rückwärts. Stimmt. Und einfach mal kurz einen Rucksack oder so raus willst, dann, also ich schätze, die Verteilung ist sogar ungefähr 50-50, dass nur dieser kleine Deckel oben aufgeht und nicht die ganze Heckklappe, weil es einfach auch schneller geht. Also das benutze ich viel mehr, als ich jemals gedacht hätte, eigentlich. Ja, also alles in allem beides tolle Autos. Wir in unserem Video heute erfahren habt, waren wir eher ein bisschen überrascht, ja, was so die dynamischen Qualitäten vom 40i betrifft. Ich hoffe, euch hat das Video auch wieder genauso viel Spaß gemacht wie uns beiden. Und wir hoffen, dass wir tatsächlich jetzt dann bald einmal den i4 für euch testen können, den wir ja vor kurzem auch schon mal angekündigt hatten. Er ist schon beim Händler, steht aber leider derzeit in der Ausliefersperre. Der Artenschutz. Genau, wie es leider aktuell halt oft bei vielen neuen Modellen ist. Ja, von der Verfügbarkeit leider nicht so, wie man sich das oft wünscht. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir den auch bei bald für euch im Test bringen können. Und wir freuen uns auf alle Fälle schon wieder auf den nächsten Test. Und wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal. Wir sagen Servus aus dem Chiemgau und bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.